Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück auf den Kanal Erklärungsnot bei Core Keeper. Tja, wieder heute mal volle Bude. Harladin am Start, Speedturn und meine Wenigkeit, der Klomodrache. Grüßt euch. Guten Tag, guten Tag. Core-Keeper.exe wird ausgeführt. Nabend. Das ist sehr, sehr schön. No. Ja. Ganz, bevor du anfängst, ganz kurz. Liebe Freunde, für alle, die sich jetzt denken, ja geil, jetzt geht's endlich los, weil wir haben gerade vorhin nochmal die Kommentare durchgeguckt. Danke für dich an dieser Stelle, dass du immer so fleißig mitschreibst. Wir freuen uns auch, dass du uns gefunden hast und hoffen natürlich, dass wir deine Wünsche weiter erfüllen können. Nur ist das Video jetzt nicht das, was du denkst. Sicherlich in der Beschreibung schon gelesen. Da geht's jetzt noch nicht um die Server, geht's jetzt erstmal um was anderes. Die Server machen wir aber noch. Wir zeigen das noch. Gut, bloß ganz kurz. Richtig. Wir hatten nämlich noch eine Sache über, die von euch gewünscht wurde, die schon lange gewünscht wurde. Und das ist aber so ein Ding, das benötigt halt auch ein bisschen Zeit, ein bisschen Vorbereitung. Wir haben für euch ja hier oben das Schachbrett zum Beispiel gemacht, was gewünscht wurde. Oder die Mobform, die hier drüben war. Ihr seht schon, das ist alles ein bisschen anders gebaut. Sieht auch alles anders aus, das ist ein bisschen was geworden. Und vor allen Dingen stehe ich jetzt gerade schon an der Sache, die wir euch heute als allererstes zeigen wollte, ihr seht schon auf der Karte, was das dann ist. Das ist ein riesiges Pixelbild. Und da seht ihr schon, ja, wer es nicht kennt, jetzt habe ich schon viel zu viel gespoilert, glaube ich. Naja, ja. Egal. Das Ding hat so verrissen. Muss nicht, jetzt habe ich es gemacht. Leute, habt nichts gesehen. Ja, hier haben wir das schöne von Zelda, Legend of Zelda, das gute. Das Hyrule-Schild, ne? Hieß es einfach? Hyrule-Schild, ja. Das legendäre. Legendäre Schild, gerade bei für alle Leute, die vielleicht Breath of the Wild kennen und Breath of the Wild gespielt haben. Das hat ewig gedauert, bis du das gekriegt hast und jeder hat es gefeiert. War ein sehr starkes Schild. Ist aber in Ocarina of Time zum Beispiel ein relativ normales Schild, sag ich jetzt mal. Aber legendär eben, ne? Wegen dem Symbol. Genau. Wenn man da rauszoomt, ich zeige euch das dann auch mal, bevor ihr seht, da drüben schon das Schwert. Ihr wisst ja, hier ist unsere Arena in der Mitte. Ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen in die Richtung. Die Baustoffe, die wir genommen haben, sind ganz unterschiedlich. Wir mussten halt wirklich danach gehen, dass wir sagen, okay, es muss halt vom Pixelbild her oben passen und nicht unbedingt, wenn man selber langläuft. Ja, und zum Hyrule-Schwert. Da braucht es natürlich auch die richtige Waffe und deswegen haben wir auf der linken Seite, jetzt habe ich wieder gespoilert, leck mich doch, das Master-Schwert. Neben der Arena einmal Schild und Schwert. Das passt ganz gut auf jeden Fall. So, und bevor ich jetzt noch mehr Spoiler und das eh schon, also ist Spoiler, aber einfach zu ständig ins Bild und ich irgendwie rausklicken muss, zeige ich euch einfach noch die andere Seite, die wir uns überlegt haben. Und hier haben wir einmal den guten Vivi aus Final Fantasy 9. Ich glaube, wenn man so lang läuft hier, ist es bei ihm sogar relativ schwer, dadurch, dass wir hier sogar so bestellte Felder haben, die aber dann auf dem Pixelbild halt genau die Farbkombination gebracht haben, die wir wollten. Hier unten einen schönen Pilz aus Super Mario oder an sich Mario. Der sieht auch richtig gut aus. Und auf der Seite hier drüben haben wir noch einen Ruffy von One Piece. Ich glaube, den kann man auch so relativ erkennen. Ja, das ist gut erkennbar eigentlich. Aber als Pixelbild natürlich noch viel, viel besser. Und ihr seht schon, das ist aber auch eine ganz schöne Fläche, die ihr da in Anspruch nehmen müsst, wenn ihr bei also gerade wenn ihr, sag ich mal, eine gewisse ja, Qualität an Pixelbildern machen wollt, also zwei-, dreifarbig mit Schattierungen oder sonst irgendwas, dann ist halt das Problem, dass eine gewisse Größe vorhanden sein muss, weil ansonsten ist halt dann wie der Pilz zum Beispiel, da jetzt relativ klein ist. Und das ist halt jetzt nur einfarbig, aber das, der Pilz war ja auch jetzt nicht, dass du darauf recht Schattierungen oder so hast. Aber gerade wie bei dem Schild zum Beispiel, wenn man da auch ein bisschen rauszoomt, ihr seht schon, das sieht auch mega gut von Weiden aus, wenn man da so von außen ein bisschen reinzoomt oder rauszoomt. Da musst du schon eine gewisse Größe haben, um dann halt auch die gewisse Qualität und auch so, ja, wie sagt man denn, Details einfach bauen zu können. Aber ich denke, das ist ganz gut geworden. Ihr könnt auf alle Fälle in dem Fall mal reinschreiben, ob wir das jetzt so
umgesetzt haben, wie ihr euch das vorgestellt habt. Ich denke, da ist von jedem was dabei. Es sind coole Bilder geworden, die sehen cool aus. Und ihr schreibt einfach nochmal rein, wenn ihr da noch mehr sehen wollt. Habe ich irgendwas vergessen, Jungs? Ja, dann haben wir natürlich noch eine... Wir sind gerade dabei, die Basis einfach noch prinzipiell zu erweitern, weil ja jetzt bald das neue Sankensibium kommt, worauf wir uns alle sehr freuen. Ich komme mal nach oben. Haben wir zum Beispiel noch eine Schatzkammer gebaut. Ja, ich bin unterwegs. Und einen wunderschönen Zeltplatz, das haben wir angekündigt, das haben wir jetzt auch durchgezogen. Haben wir oft erwähnt. Die Pixelbilder wurden sich ja gewünscht. Vom... Das war, ich weiß, King. Das, ich weiß gar nicht, ob das, ich kann es nicht oder, sagen. Oder, nee, Banause war es, Rupert Banause. Ich könnte sagen, das, ich. Ja, das wüsste ich nicht. Es ist schon länger her, dass es sich gewünscht wurde, genau. Genau, wir haben ja jetzt wirklich lange gebraucht, weil wir einfach keine Zeit hatten, großartig. Und der Klunker hat sich jetzt echt Mühe gegeben und hat die alle durchgezogen. Beim Schild war der gute Spitzer mit dabei. Das Schwert hat er allein gebaut und die anderen drei Figuren auch. Geiles Ding, finde ich cool. Vor allem schwarzen Schild neben der Arena natürlich richtig geil. Und die anderen Figuren simulieren so ein bisschen, was wir mögen eben. Final Fantasy 9, mega geil, wer kennt kein Final Fantasy, ne? Pilz geht immer, weil wer hat noch ich. Mario und so, das ist einfach... Speedy, raus! Raus für okay, jetzt. Okay. Das war jetzt aber endgültig, ne? Speedy, endgültig. Also, und wenn ihr was gegen Final Fantasy oder Zelda kommt, also jetzt ist irgendwo aber dann mal die Grenze gezogen, ja. Speedy. Ah, dann ja? Ist ja die Grenze erreicht, wo Corekeeper dann hat, durchaus, ich kann Spieler bannen jetzt, ne? Das ist ja klar. Also, mach ich, zieh ich durch. Also FF9, ich hab's geliebt, ich hab's gesuchtet, ich hab stundenlang da den Schatz gesucht. Und, du hast natürlich Final Fantasy 8 geliebt, kommst aber mit Final Fantasy 9 ganz gut klar, so wäre der richtige Antwort gewesen. Ja. Schreib mal rein, ob ihr Final Fantasy gespielt habt und welches euer Lieblings-Final Fantasy war, würde mich interessieren, gibt's ja jetzt mittlerweile einige. Genau, hier ist der Zeltplatz, auch gebaut von guten Flunder, komplett allein, richtig geil, mag ich übelst den Platz, weiß nicht warum, gefällt mir übelst gut, das ist ein übelst chillischer Platz, hab ich gerne oben in diesem kleinen Pott geangelt. Und auf dem Tisch haben wir die drei Karten und auch da kam die Frage, ob wir das Set schon voll haben. Wir haben damals ja gesagt, haben wir nicht. Tut uns ja leid. Wir haben drei Karten. Auch da mal bitte reinschreiben, gibt es vier oder gibt es nur drei. Die eine hat der Klunker noch gefunden, diese Glowblumenkarte. Mhm. Und die haben jetzt erstmal auf den Tisch gesetzt und ja, vielleicht kannst du doch was machen, wenn du vier Stück hast, weiß ich nicht. Drei ging nicht zu kombinieren, habe ich nochmal probiert. Aber genau, die haben wir bis jetzt alle. Genau, hier war vorher für die Leute, die schon länger da sind, hier war eigentlich vorher die Monster-Mob-Form. Die Magenform. Genau. Und wir wollten aber ja schon lange diesen Zeltplatz machen und ich glaube, da ist ganz schön geworden mit einem kleinen Wassertretbecken. Und ja, das sieht gut aus. Und der Harle hatte auch noch eine sehr gute Idee, weil wie gesagt, dadurch, dass wir die Arena gebaut haben, musste er oder konnte er. Was ist denn da los? Musste ja ein bisschen was Neues her oder musste das ja ein bisschen umgesiedelt werden. Und da war genug Platz da und da hatte er die coole Idee, hier seht ihr schon, hat er es auch schon angesprochen, eine Schatzkammer zu bauen. Und was gehört eine Schatzkammer? Natürlich alle möglichen Edelsteine, alles was irgendwie Geld bringt, natürlich Coins, alle möglichen Schmuckstücke, die was Besonderes sind, natürlich auch Glowblumen. Und ja, halt zum Beispiel Perlen hier, ne? Hier zum Beispiel eine Kreole, also verschiedene Schmuckorden und halt goldige Sachen. Goldene genau, alles was Gold ist, haben wir hier ausgestellt, haben wir drüben von diesem, wo wir unsere ganzen Gegenstände ausstellen, weggenommen, haben das alles hier reingestellt, weil das einfach hier besser passt, finde ich. Und zwei versteckte Schalter, einmal oben im Busch und einmal hier hinter der Fackel. Dieses gehört einer geilen Schatzkammer. Ja. Mit Automatiktüren. Ja, das wollten wir auch schon lange machen, müssen wir natürlich auch noch ein bisschen erweitern wahrscheinlich. Aber da wäre der Platz da und den Thron, den kennt ihr ja, das ist vom Corrupted. Unten im Steinbiom kann ihr euch den angeln, für alle, die es vielleicht noch nicht wissen. Da steht er da einfach rum, den könnt ihr einfach abbauen und mitnehmen, bevor den Gegner jemals seht. Also beziehungsweise beschwört, das ist ganz cool. Und da haben wir gesagt, das machen wir so, das sieht, denke ich, ganz geil aus. So. Ja. Kombination mit allem, was wir bis jetzt so gebaut haben. Und jetzt bauen wir gerade Waffenkammer um, weil die natürlich auch zu klein ist. Bin ich gerade mit einem guten Speedturm und Klunker dran. Und da verändert sich immer was. Ja, wir wollten euch natürlich das ganze Bauvorhaben oder die Maßnahmen zeigen, während sie stattfinden. Aber ich habe halt einfach wieder festgestellt, auch in der Werkstatt oben habe ich, wie gesagt, umgebaut. Achso, da können wir nochmal ganz kurz für die Leute, die schon länger zugucken, die das auch immer so sehen wollen, den Basisbau. Genau, und das ist halt, das tut mir sehr leid, wir haben es versucht. Manches Zeug können wir euch gerne zeigen, wir haben noch ein Projekt, vielleicht nehmen wir das dann noch auf. Aber es ist halt schwierig, weil du immer ständig überlegen musst, wie kannst du das optimal machen. Und bis das so aussieht, das sieht zwar extrem einfach aus, jeder wird sagen, ja gut, ganz ehrlich, ich kann jetzt nicht länger als eine halbe Stunde gedauert haben, aber das ist schon Platzmanagement technisch, also ich habe 4 Stunden gebraucht, um das so hinzustellen. Traurig, aber wahr.
Und das kann ich euch nicht antun. Das ist einfach, das guckt sich keiner an. Nehmt man sich übel, aber das würde ich mir auch nicht angucken. Ne? Deshalb zeigen wir euch immer die Ergebnisse, halten euch aber da immer auf dem Laufenden. Genau, außer dann, wenn natürlich das neue Biom kommt, dann werden wir mit euch, naja, live kann man jetzt nicht sagen, aber zumindest in einer komplett langen Folge das neue Biom erkunden und da ist das dann wieder was ganz anderes. Genau. Tja, meine Lieben. Dass wir eigentlich alle Neuerungen gezeigt haben. Das war das Update unsererseits für jetzt. Gefängnis noch, weiß ich nicht, hast du schon gezeigt? Ich weiß nicht, ob du es mal gezeigt hast in einem Video. Nee, Gefängnis habe ich noch nicht, das ist noch nicht so lange her. Gefängnis können wir euch noch zeigen, da hat man eigentlich alles abgewurstet. Hier habe ich jetzt überall Bäumchen rumgebaut. Wie ihr seht, dass man einfach einmal ringsrum das Lager fahren kann. Hier ist nichts Besonderes. Und hier haben wir ja unsere Geknechteten. Genau, das sind die Kollegen, die dann in unserer Arena ihren Mut beweisen können. Kleines Häuschen für uns, mit Ruhe, dass wir uns ablegen können. Genau, und hier die verschiedenen Gegnerrassen. Das sind die ganzen Kollegen. Das hat der Harley wieder in unglaublicher Arbeit gemacht. Er macht dann immer solche Sachen. Mit anderen keine Zeit für sowas haben. Da baut der dann hier nachts irgendwie so ein Gefängnis, baut er dann einfach mal alleine auch hin. Macht Spaß. Und da hatte ich auch mal die Zäune so hingebaut noch. Hier haben wir so rein bei den Gegnern, als so sah dann wirklich aus, wie sieht man es ja noch. Hatte ich mal auf beiden Seiten gemacht, aber ein Klo reingestellt und ein Bett, das so ein bisschen wirklich aussieht wie ein Gefängnis. Weil das die Idee hatten wir auch ein Gefängnis zu bauen, das haben wir ganz am Anfang wieder erwähnt, aber es wäre anders nicht möglich gewesen. Und da habe ich die Zäune reingemacht, das hätte auch cool ausgesehen, so wie Gitterstäbe. Das Problem ist nur, die Gegner packen sich durch. Also solltet ihr das vorhaben, nehmt auch auf jeden Fall Scarlet-Wände, weil das ist das Stärkste. Da kommen die nicht durch. Da habt ihr keine Probleme mehr. Da kann sich keiner durchgraben und nichts. Bis jetzt zumindest. Das Stärkste. Und genau, wenn ihr aber solche Zäune hinmacht, ja, da kann es passieren, wenn die Gegner so dagegen laufen, irgendwann backen die sich raus. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Das habe ich den Fall gemacht und habe die wieder eingesperrt, die Schweine. Euer Kampf kommt. Oh. Der Tag kommt, wo ihr euch beweisen könnt. So ist es. Genau, der Klunker hat gesagt, mach's schön hell und haben uns dafür entschieden, dass wir hier mal ein bisschen Elektrik verbauen, machen wir ja sonst nie. Und ist ganz hammer. Ordentlich aufgefahren, sag ich mal. Auf jeden Fall wieder sehr viel gebaut. Ja, das definitiv. Oh. Tja, Günther die Sau. Du bist ab nächsten Mal nicht mehr dabei, weil du kein Final Fantasy zockst. Da könnt ihr euch immer verabschieden, ich werde jetzt nicht mal. Könnt ihr euch mal Bye-Bye in den Kommentaren schreiben oder so der Farewell, Speedy. Gibt's da als nächstes Pixelbild zu einem riesengroßen Grabstein? Ja, Rips. Rest in Peace, Speedy, ja. Das war auch geil, ja. So ist es. Tschau, meine lieben Freunde, was soll man dazu sagen? Ihr habt's gesehen, wir haben eine coole neue Schatzkammer. Wir haben einen coolen Zeltplatz. Wir haben hier Plateau gemacht, wie man so sagt, bei uns. Also Fläche ist hier noch möglich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, wenn ihr, wie gesagt, Ideen für Pixelbilder oder andere. Es müssen keine Pixelbilder sein. Ne? Also wie gesagt, wir hatten ja schon mal erwähnt, wir wollen noch ein Silent Hill Klassenzimmer machen. Wer sich darunter nicht so richtig vorstellen kann, das können wir uns selber noch nicht. Wir gucken einfach mal, wie es wird. Ja. Aber das wird cool, denke ich. Ich denke auch, dass bis jetzt ist eigentlich immer solche Sachen, die wir gemacht haben, irgendwie funktioniert dann im Endeffekt. Wenn ihr aber natürlich noch andere Ideen habt, wir wissen, es sind viele Leute bei euch dabei, die kreative Ideen haben, dann schreibt sie gerne rein. Wir können ja versuchen, sie irgendwie umzumünzen und ja, wie gesagt, wir freuen uns dann auf das Biom und vielleicht zwischendrin gibt es vielleicht noch die ein oder andere Folge, wo neue Bauten gezeigt werden oder vielleicht auch Wünsche von euch umgesetzt. Tja, bleibt uns gewogen, bleibt dabei, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, wir arbeiten noch an den nächsten Ideen. Schreibt doch mal kräftig rein, wenn ihr was sehen wollt. Wir haben noch einmal ein bisschen Zeit. Das kommt, glaube ich, im Juni, wird es veröffentlicht. Gibt es eine erste Pressekonferenz, wo die alle Details, die stattfinden, dort zeigen werden. Und dann wird es, denke ich mal, so Mitte Juni wird es dann erscheinen und dann da wieder straff zu tun, Leute. Danke für alle, die dabei geblieben sind. Danke für die ganzen Daumen, für die Kommentare, dass ihr wirklich permanent anguckt. Fast alle Folgen, die wir rausknallen. Das habe ich auch bedankt und mitdiskutiert. Sehr, sehr cool. Und wir haben jetzt so einen lustigen Kommentar gehabt aus... Ich weiß nicht mehr, ich habe es vergessen. Arabien, genau. Deine Pornoscheiße kannst du sonst zuschieben. Verpiss dich von unserem Kanal, Junge. Ja? Da hat irgendwelche Pornoseiten gepostet, kannst du dich direkt verpissen. Wird mich nicht verstehen, weil er ja Arabisch spricht. Kann jetzt leider nicht übersetzen. Kann es jemand schreiben, kannst du reinschreiben. Leute, bis zum nächsten Mal. Lass einen Daumen da. Tschüss. Genau, in diesem Sinne, lasst einen Daumen da, lasst eine Idee da.
Bis zum nächsten Pixelbild. Tschüss.